Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Freue mich, dass ihr dabei seid. Und zwar habe ich vor, heute schnelle Blätterteigstängel zu machen. Und zwar habe ich hier dieses Buch So kocht Bayern. Und da habe ich das rausgesucht. Da habe ich gedacht, gut, ich kriege heute Besuch, ja. Und jetzt was Schnelles. Ich tue das mal hier hin. Habe ich alles da, was man dafür braucht. Und zwar braucht man hier einmal Blätterteig, zweimal, ja. Habe ich ein bisschen ausgerollt den Blätterteig. Und wir brauchen ein paar Nüsse, Zucker, Zimt und Vanillezucker, ein bisschen Sahne und das war's schon. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar kommen einmal 60 Gramm Zucker in den Mixtopf. Wir brauchen 200 Gramm, jetzt habe ich mir meine Schürze nicht umgetan, mache ich gleich. 200 Gramm Haselnüsse. Genau. Alle. Ja. Dann brauchen wir ein Teelöffel Zimt. Wenn ich das so richtig gelesen habe. So, ich mag ja Zimt. Von daher kann es für mich auch ein bisschen mehr sein. So, und wir brauchen ein Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker. Ich muss mir wieder neu machen hier. So. Das war's. Und das geht jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 7. So, auf 7. Das ging rucki-zucki. Also, super. Boah, das riecht so toll. Und das geht wirklich super schnell. Jetzt kommen noch 100 Gramm Sahne dazu. So. Und das machen wir noch mal 15 Sekunden. So. Auf Stufe 4. Backofen auf 210 Grad vorheizen, Ober- und Unterhitze. Und hier habe ich einmal die Masse. Die kommt jetzt hier einmal auf den Blätterteig drauf und wird schön vermischt. So. Schön verteilen. So. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt einmal der andere Blätterteig oben drauf. So. Angedrückt. So, ich nehme mir jetzt die Hilfe von dem Papier hier, knick das um und drücke das einmal hier schön dran her und hier drauf. Es geht wunderbar von unten auf. So. Und hier auch nochmal. Und jetzt messen wir immer 3 cm. So. 3 cm und schneiden einmal hier. Ich hoffe, man kann das jetzt hier auch gut sehen. Richtig schön. Ja, kann man sich hier so eine Hilfe nehmen. Dass das auch dann so um die 3 cm werden. Schneiden mal hier 6 rein. Ja, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bekommen. Hätte ich vielleicht ein bisschen breiter machen sollen, aber ja, ist jetzt so geworden.
Und jetzt teilen wir das nochmal, dass wir drei Streifen bekommen. Und zwar mache ich einmal hier oder hier und hier. Das ist ungefähr so, ich habe hier schon den einen gedreht und zwar muss der zweimal gedreht werden, ja, dass man dann so eine Schleife hat. Und das kommt jetzt hier auf dem Backblech. Vorsichtig zweimal drehen. So, jetzt habe ich es raus. Einfach, als wenn man eine Schleife machen würde. So. So drehen wir das einmal. Zweimal bekomme ich gar nicht richtig hin. So, das geht jetzt in den Backofen für 15 Minuten. So, ich habe die aus dem Ofen geholt, die sind abgekühlt. Ich habe Puderzucker drauf gemacht. Sind mir ein bisschen zu braun geworden. Ja, ihr könnt schon probieren. Komm, ne, ihr müsst jetzt nicht auf mich. Also ich finde, je bräuner, desto besser. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ah, nee, ich hab's gesagt. So, jetzt nimm mal hier. Dann kriege ich den großen. Dann nehme ich der, der am meisten gepudert ist. Hör damit! Ja, wie ihr sehen könnt, ist Mario wieder da. Der war ja hier Jakobsweg. Mhm. Und da gab es aber keinen Kaffee. Ja, ja, der ist von Markus Kröll, tut mir leid. Werbung für ihn, sehr geil. Müsst ihr euch angucken. Ja. Von wem? Markus? Krebs. Na so. Ja gut, ich will mal auch einen probieren, Mario. Und ich weiß nicht, schmeckt's nicht. Lecker. Vom Boden noch besser. Weißt du, was drin ist? Ja, Zimt. Liebe. Aber okay. Sima hat keinen Zimt. Ich hatte Liebe. Nein. Finde... Ja, das schmeckt trotzdem gut, weil es ist nicht zu viel Zimt. Schon wieder das gleiche wie letztes Mal. Da ist ganz schön viel Zimt drin. Ja, aber irgendwie... Also was ich finde, ich ist jetzt... nicht so sehr nach Zimt. Also ich finde, es ging sehr schnell. Ich muss aber dazu sagen, die sehen jetzt von der Optik her nicht so schön aus, wie die eigentlich sein sollten. Und zwar liegt das daran, ich habe den Blätterteig auftauen lassen, wollte es gestern machen, ich hatte keine Zeit, habe es heute gemacht und dann ist der schon so ein bisschen... trocken geworden, dass ich den nicht zweimal drehen konnte, ja? Nein. Ja. Was? Nein, Mario, hör auf. Also ich finde, ganz ehrlich, komm, ich will auch mal probieren. Also es schmeckt richtig gut und ich finde es auch gerade, also wenn die jetzt so hell wären, dann wird es nicht so gut aussehen, finde ich, weil durch das Puderzucker jetzt und durch die dunkle Farbe, finde ich, sieht es echt gut aus. Also ihr könnt es auch und darum kommt es an, dass die gut aussehen. Und nicht, dass sie gut schmecken. Nein, aber weißt du was? Ich habe sie länger als 15 Minuten gelassen, weil ich wollte sie brauner haben. Wenn ich sagen wollte, das Auge ist der auch mit. Ja, habe ich drauf getan. Okay, naja. Die Nase, der Mund und alles. Okay, komm. Auch, aber. Also, wir verabschieden uns. Ich stelle sie mal hier hin. Ja? Lecker. Und wünschen allen einen schönen Tag. Ja. Und ich würde sagen, blöd, dass wir immer ein Voressen, oder? Also ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Ja, aber dann sag es doch. Wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Also, du würdest es sagen. Okay. Ciao. Tschüss.